Das frühere RAW gehört heute als Werk Dessau zur DB Fahrzeuginstandhaltung. Ende 1929 wird der Betrieb aufgenommen. Von Anfang an stand die Instandhaltung von Elektrolokomotiven im Vordergrund. Nach den Kriegswirren werden ab 1953 wieder elektrische Fahrzeuge repariert. Ein historischer Augenblick. Der erste Abschnitt der elektrifizierten Strecke wird befahren. In der Nachwendezeit halten auch die ersten DB-E-Loks Einzug. Schließlich wird das Werk Opladen geschlossen und seit 2003 ist Dessau das alleinige E-Lok-Werk der DB AG. Wir haben die Geschichte aufgearbeitet und die aufwendigen Arbeiten an alten und neuen E-Loks dokumentiert. Mittlerweile werden auch private Triebfahrzeuge repariert und in zuweilen bunten Farben an ihre Auftraggeber ausgeliefert. E-Loks und mehr in 58 Minuten.